Hallo, grüß euch. Ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar was ganz Leckeres, so wie immer. Heute machen wir Mini-Donuts, Mini-Krapfis und das gefüllt mit Nutella. Es gibt nichts Besseres. Dann zeige ich sie euch einmal. So sehen meine Dinger aus. Natürlich ganz, ganz fluffig. Und wie man die macht, zeige ich euch jetzt. So, dann starten wir auch schon mit den Zutaten für den Teig. Ich habe hier 20 Gramm frische Hefe. Ihr könnt das auch ersetzen durch eine Packung Trockenhefe. Dann habe ich hier 40 Gramm Kristallzucker, ein Ei. Dann habe ich hier 40 Gramm Butter, einen halben Teelöffel Salz, 200 Milliliter lauwarme Milch und 430 Gramm ganz normales Mehl, was ihr sonst fürs Brot halt benutzt, das könnt ihr nehmen. Dann bröseln wir die Hefe in die Milch rein und geben uns ein bisschen Zucker dazu und das lösen wir dann auf. Jetzt geben wir dann die ganzen Zutaten da zum Mehl dazu, das Salz, Zucker, das Ei. Ihr könnt das eh wieder mit einer Küchenmaschine oder mit der Hand kneten, wie ihr wollt. Dann die Milch-Gärmischung. So, das holen wir dann noch hinein. Und die Butter auch noch. Und dann kneten wir das zu einem glatten Teig. Gut, wenn der Teig dann fertig geknetet ist, dann nehmt ihn einfach nur aus der Form raus und dann knetet ihr das noch ganz kurz mit den Händen durch. Gut, den Teig lassen wir jetzt nicht gehen. Zuerst formen wir uns kleine Bällchen. Ihr könnt die so groß machen, wie ihr wollt. Ich werde sie mit circa 25 Gramm machen. So, und das formt ihr euch dann schön rund, das schleift ihr einfach und gebt euch das dann einfach auf eine bemehlte Fläche. Meine Teiglinge sind jetzt fertig. Ich habe genau 32,5 rausbekommen. Jetzt bestreuen wir sie ein bisschen mit Mehl, damit unser Geschirrtuch dann nicht auf denen haftet. Und dann decken wir sie einfach schön zu und lassen sie 20 Minuten gehen. Gut, jetzt dann einfach nur entweder eine Pfanne oder einen hohen Topf nehmen und Sonnenblumenöl reintun oder ein neutrales. Und dann tut ihr entweder mit einem Thermometer, so wie ich es habe, auf 160, 170. Bei mir ist es schon fast ein bisschen zu viel, das heißt, ich drehe ein bisschen runter und warte, bis es 170 hat und dann kommen die Krapfen rein. Gut, jetzt passt unsere Temperatur. Entweder ihr messt das mit dem Thermometer oder ihr nehmt euch, macht einfach nur den Stäbchentest, haltet das Stäbchen am Boden an und wenn sich solche Blubberblasen bilden, dann ist es perfekt. So, jetzt nehmen wir uns unsere Krapfis, geben sie mit der verkehrten Seite zuerst vorsichtig ins Öl hinein. Achtung, heiß! Sobald die unten ein bisschen Farbe gekriegt haben, können Sie sie schon drehen, damit sie gleichmäßig überall schön braun werden. Und die Kraft ist immer wieder dazwischen, immer wieder drehen, damit sie überall gleichmäßig schön braun werden. So, und wenn eure Kraft ist dann eine schöne Farbe haben, dann vorsichtig rausgeben und für ein paar Minuten auf Küchenpapier abtropfen lassen. Dann nehmt euch einfach ein Bällchen und wälzt das dann einfach nur in Kristallzucker. Dann nehmt ihr euch die fertigen Krapfis und macht auf der Seite mit entweder einem kleinen Löffel oder mit den Stäbchen ein Loch hinein.
Dann nehmt euch einen Spritzbeutel oder was ihr halt habt. Und dann füllen wir sie mit Nutella. Gut, das sind jetzt unsere fertigen Nutella-Mini-Krapfen. Die riechen gut und sie schmecken gut. Ja, also, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich habe noch ganz andere Videos auch noch. Schaut euch die noch an. Vielleicht ist da noch irgendwas dabei, was euch gefällt. Ja, falls euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen da lassen. Ihr könnt auch gerne meine Videos überall teilen. Mit all euren Freunden, Familie, mit der ganzen Welt, so wie ich es mache. Wenn ihr was nachbackt, würde ich mich sehr über Fotos freuen. Schaut doch mal auf Facebook bei mir vorbei. Ja, sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!